Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Johannes Markreiter. Der Tiroler Rechtsanwalt ist Verkehrssprecher der NEOS. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Bundesministerin. Es wurde schon viel gesagt, die Materie klingt sperrig. Güterbeförderungsgesetz, Kraftfahrliniengesetz, alles nicht ganz einfache Materien. Aber dennoch steht im Hintergrund etwas, ein Aspekt, der meines Erachtens bisher von den Rednern zu wenig berücksichtigt worden ist. Wenn wir EU-Recht umsetzen, geht es ja nicht nur darum, dass wir da irgendeinen administrativen Vorgang zelebrieren, sondern es geht ja doch auch um Inhalte. Und was ist der Inhalt, der wesentliche Inhalt dieses Vorhabens, das wir jetzt beschließen? Da geht es auch, natürlich ist es eine Frage der Umsetzung, es ist eine technische Geschichte, dass es ein Qualifikationsregister und das alles gibt. Aber auch da steht etwas dahinter. Und zwar, und das sieht man, wenn man also die Einführung in diese Richtlinie liest, da geht es um die Vision Null. Frau Minister, ich nehme an, Sie wissen, was die Vision Null ist, von der Europäischen Kommission formuliert. Es geht darum, dass bis 2050 im EU-Bereich keine Verkehrstoten es mehr geben soll. Das heißt, das ganze Werk, das wir da besprechen, dient dem Schutz der Menschen, dient der Verkehrssicherheit. Das ist das Oberste. Und deswegen hat die EU-Kommission diese Richtlinie erlassen, weil die Kommission in ihrem Weißbuch eben auch geschrieben hat, dass eben in einem Zeitraum von 2010 bis 2020 eine Halbierung der Verkehrstoten im europäischen Straßenverkehr erreicht werden sollte. Und da fange ich jetzt schon an, kritisch zu werden, Frau Bundesministerin. Sie vertreten ja schon glaubwürdig mit Ihren Maßnahmen Raserpaket und auch jetzt, wenn es darum geht, getunte Fahrzeuge strenger zu kontrollieren und widerrechtliches Tuning strenger zu bestrafen. Da vertreten Sie ja glaubwürdig den Standpunkt, dass es um Verkehrssicherheit geht. Aber da frage ich mich dann schon umso mehr, warum bleibt so eine EU-Richtlinie so lange liegen? Warum wird dieses wichtige Thema, wo es um die Verkehrssicherheit, wo es um den Schutz der Menschen geht und die bessere Ausbildung der Lkw-Fahrer und auch das innereuropäische Regime, dass das grenzüberschreitend funktioniert, das dient ja alles dem Zweck. Und das steht auch ganz klar in der Richtlinie. Und das bleibt liegen. Da sind wir dann im Umsetzungsverzug. Wie kann das passieren, Frau Bundesministerin, dass ein so prioritäres Thema irgendwo, hat man fast den Eindruck, verschlammt wird und dann dem Plenum zugemutet wird? Kollege Daimek hat es ja schon ausgeführt, dass dann noch im Plenum noch zusätzliche Abänderungsanträge kommen. Das ist schon vom parlamentarischen Ablauf her, aber meines Erachtens vor allem vom inhaltlichen Anliegen dieses Vorhabens her nicht zu akzeptieren, dass hier so eine Verzögerung eintritt. Wir werden der Sache natürlich inhaltlich zustimmen, aber ich würde schon dringend appellieren, dass solche Vorhaben, wo es um die Verkehrssicherheit, um die Senkung der Zahl der Verkehrstoten geht, dass solche Dinge konsequenter und dringlicher behandelt werden. Vielen Dank. Johannes Markreiter, er erklärt, was hinter der sperrigen Materie steckt. Im Hintergrund steht ein Aspekt, der bis jetzt in der Debatte heute hier im Nationalrat zu wenig berücksichtigt wurde, nämlich der Inhalt. Es geht um die Vision Null, definiert von der Europäischen Kommission. So soll es keine Verkehrstoten mehr geben im Jahr 2050.